Da, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier eine E-Mail von Mark W. Sehr geehrter Herr Müller, seit geraumer Zeit begleitet mich Ihre Musik durch mein Leben. Während meines Studiums erlitt ich schwere gesundheitliche Schicksalsschläge, wobei Ihre Texte eine mir ständig die Kraft gaben, nicht aufzugeben. Liebe Freunde aus Hirschweiler und Gressbach brachten Ihre Musik in mein Leben, wofür ich diesen beiden Samaritern äußerst dankbar bin. Vielleicht würden Sie in einem Ihrer nächsten Videos die beiden für mich grüßen. Leon aus dem familiären Hirschweiler und Dennis aus dem sehr friedlichen Gressbach. Ihr beide seid wirklich eine Bereicherung für mein Leben und werdet es immer sein. Also viele liebe Grüße an euch, Leon und Dennis. Hiermit geschehen. Bitte hören Sie nicht auf mit Ihrer Musik, Herr Müller. Ich genieße diese sehr. Ebenfalls möchte ich meine Unterstützung anbieten bei Ihrer Aufklärung zur freien Energie. Diese wurde mir bereits vor einer Weile von meiner Tante, welche spirituelle Begegnungen und Heilkräfte durch Engelsenergie mobilisiert, näher gebracht. Viele liebe Grüße, Mark W. Ja, dafür könnte man doch mal demonstrieren, dass man die sogenannte freie Energie einführt. Da muss man sich ja echt fragen, wenn man diese Schülerproteste da sieht, sind die alle total bekloppt? Oder haben die nur keine Ahnung, dass es freie Energie gibt? Wieso demonstrieren die nicht dafür, dass man die freie Energie einführt, so wie das in vielen Büchern steht und es auch sehr viele Videos auf YouTube darüber gibt? Vielleicht hört der Anfang erstmal den Wassermotor. Soweit also das.